zeigt gut einmal mehr, dass hochpolitisch die Regierung ziemlich visionslos unterwegs ist. Diese Novelle ist ein Sammelsurium an verschiedenen Sachen, die jetzt im Laufe der letzten Jahre eingeworfen wurden. Und das ist jetzt das Ergebnis. Aber ja, wir stimmen der Novelle im Ganzen nicht zu, aber einigen Punkten schon und haben da auch getrennte Abstimmungen, schlagen wir vor. Zum Positiven, unser Entschließungsantrag zum Ghostwriting wurde aufgegriffen und übernommen. Das finden wir natürlich gut und außerdem ist es wichtig, dass endlich eine ECTS-Gerechtigkeit in den Studien kommt. Das finden wir auch gut. Auch die Eintrittstests für die Studierenden und das Universitätspersonal finden wir wichtig. Wir haben seit Wochen darauf hingewiesen, dass endlich wieder auch mehr Präsenzlehre ermöglicht werden soll. Auch auf diesem Antrag gehen wir mit. Aber sonst, de facto weiß man nicht, was Sie sich eigentlich von dieser Novelle versprechen. Es fehlt der Mut, es fehlt die Vision und Sie sagen immer wieder, ja, es ist ja nur eine kleine Novelle, aber Sie hätten hier die Gelegenheit und die Chance gehabt, wirkliche Rahmenbedingungen für moderne Universitäten zu schaffen. Wir hören immer wieder, im internationalen Vergleich hören wir immer wieder von Ihnen, die Studierenden studieren zu langsam, die Studierenden studieren zu wenig und die Studierenden schließen zu selten ab. Ja, da müssen Sie die Rahmenbedingungen verändern und es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man zügig und erfolgreich studieren kann. Und das, mit dieser Novelle schaffen Sie das sicherlich nicht. Selbstverständlich, und das möchte ich klar ausdrücken, weil danach vermutlich die ÖVP jetzt gleich ausrücken wird und sagen wird, wir sind nicht für Verbindlichkeit, wir sind ganz, ganz sicher für Verbindlichkeit im Studium, weil es sich einerseits um Steuergeld handelt, um viel Steuergeld handelt und auch um Lebenszeit von jungen Menschen. Aber das, was Sie jetzt vorschlagen, dieses Gezerre, und Sie haben sich jetzt auf 16 ECTS geeinigt, das ist eine Fantasiehürde und aus einer Anfragebeantwortung geht hervor, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, wie viele Studierende überhaupt von diesen 16 ECTS betroffen sein werden. Sie vermischen nämlich Studierende und prüfungsaktive Studien mit Ihren No-Shows-Vergleichen. Ich weiß nicht, was Sie sich von dieser Regelung versprechen. Mit Sicherheit hat sie aber keine Steuerungsfunktion. Mit Sicherheit wird sich die Studienqualität auch nicht verbessern. Und mit Sicherheit werden dadurch auch nicht mehr Studien abgeschlossen. Das sagen sogar viele Experten. Was uns fehlt, ist, dass Sie auf die Lebensrealitäten von Studierenden überhaupt nicht eingehen. Weit über 60% der Studierenden sind berufstätig. Wir haben ein Teilzeitstudium vorgeschlagen, das haben Sie nicht aufgegriffen. Oder ein begleitendes, endlich ausgebautes Stipendienwesen, das seinen Namen auch wirklich verdient, damit eben nicht so viele Studierende arbeiten müssen und sich voll aufs Studium konzentrieren können. Für moderne Universitäten braucht es Zugangsregelungen, eine ausreichende Studienplatzfinanzierung, die Aufstockung und Sicherstellung von Drittmitteln. Ich erinnere an den Fonds Zukunft Österreich zum Beispiel. Und natürlich auch nachgelagerte Studiengebühren, weil genau die würden zum Beispiel die Verbindlichkeit im Studium erhöhen. Mit Ihrer Novelle, und der Herr Kollege Taschner hat es ja ganz offen gesagt, werden die Universitäten im Mittelfeld bleiben und sich nicht weiter nach oben verbessern. Das ist auch eine Ansage. Gut, wir stimmen der Novelle nicht zu und ich möchte jetzt noch einen Antrag einbringen, der auf die Kettenverträge abzielt, weil es ja auch hier sehr, sehr viel Kritik gibt. Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Martina Künzberg-Sahra, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Evaluierung der Neuregelung des § 109 Kettenverträge. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wird aufgefordert, die Auswirkungen der Novellierung des § 109 Universitätsgesetz auf die Karriereentwicklung von Forscherinnen und Lehrpersonal in Zusammenhang mit den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens 8 Jahre nach Inkrafttreten der Regelung, am 1. Oktober 2021, einen Bericht über die Ergebnisse vorzulegen.